Der Weltraum. Unendliche Weiten. Dies sind die Abenteuer von Bruger und seiner Crew, wie sie fremde Galaxien erforschen und allerhand Unsinn machen. Ja, liebe Leute, willkommen zu Star Trek Bridge Crew. Ich bin der Bruger und heiße euch mal wieder recht herzlich willkommen zu einem kleinen VR-Spiel. Das mache ich nicht alleine, es sind noch ein paar Leute dabei. Ihr werdet ihr auch gleich kennenlernen, zumindest ihre virtuellen Avatare, denn wir werden das zusammen spielen. Wir werden mal sehen, wie weit wir kommen. Wir haben jetzt nicht so viel Zeit. Wir haben jetzt endlich mal einen Termin gefunden, um das aufzunehmen. Und ich müsste eigentlich bald einen Invite erhalten vom lieben Drachenkerl. Mal sehen, wenn es soweit ist. Hallo meine Freunde der Macht und willkommen zu Let's Play Star Trek Bridge Crew mit mir, dem Drachenburschen, und drei ganz tollen Leuten, die sich meiner Crew angeschlossen haben, nämlich dem Voodoo. Hallo. Außerdem dem Bruger. Hallo. Und außerdem den 3-2-1 Spieler. Die Link zu denen findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Ich würde sagen, wir legen direkt los. Okay, ihr seid bei euch, passt alles soweit? Soweit. Irgendjemand noch eine Begrüßung machen? Soweit, so gut? Ihr seht, wir sind nicht professionell, weil das schneide ich jetzt nicht raus. Ja, ist okay. Ja. Okay. So. Wir sind 5 Sekunden auf jeden Fall an Bord. Wir spielen auf jeden Fall alle zum ersten Mal, so wie ich das mitgekriegt habe. Ich habe nur mal kurz das Tutorial angeschaut und ich glaube, jetzt hört mich keiner. Computerlogbuch, Sternzeit 2258,161. Meine Crew ist versammelt und wir bereiten uns auf unsere Expedition in den Graben vor. Vor dem Start hat uns das Sternenflottenkommando allerdings noch gebeten, eine letzte Übung durchzuführen, um sicherzustellen, dass die Aegis einsatzbereit ist und natürlich, um die Fähigkeiten von Captain und Crew zu testen. So, da sind wir auch schon auf dem Schiff, oder? Da sind wir. Hallo. Da sind wir. Stimmung. Oh, ich sehe gerade, 3-2-1 Spiele ist rot, das heißt, er stirbt. Nein, ich bin gelb. Ich habe auch ein gelbes T-Shirt an, das passt perfekt eigentlich hier Technik, gerade bei mir. Du bist geil. Eigentlich hat der Captain, ich weiß nicht, gelb ist Technik. Rot ist eigentlich immer Offizier. Oh, okay. Ein Frachter will andocken und zuletzt hatten wir ein paar Probleme mit dem Schmuggel von invasiven Spezies. Es wäre gut, wenn Sie unterwegs sicherstellen könnten, dass das Schiff keine wilden Kreaturen transportiert. Aha. Captain, sollen wir Feuer bereit machen? Ja, wir treffen erste Vorbereitungen. Wir werden mal unser erstes Missionsziel anschauen. Und unser erstes Missionsziel ist: Scanne Ragusa auf geschmuggelte wilde Lebensformen. So, scannen. Die Ragusa-Scan ist unsere erste Aufgabe. Das muss Voodoo machen. Ich kann leider nur steuern. Ja, ich glaube auch. Ich kann hier, warte, ich visiere den mal an. Die Ragusa, genau die habe ich. Ich kann jetzt hier 4 Systeme scannen: die Waffen, die Schilde, die Antriebe und die Lebenszeichen. Ich denke mal, dass die Lebenszeichen reichen, ne? Genau, scannen Sie auf wilde Lebensformen, Voodoo DX. Also es gibt hier 4 verschiedene Rollen in dem Spiel. Ich bin der Captain. Zu meiner Rechten sehen wir den Tim 321 Spieler als, was bist du? Du bist Ingenieur, glaube ich, oder? Ich bin für die Energie zuständig. Reparatur. Genau, der ist dafür zuständig, dass unser Schiff nicht auseinanderfällt. Dann haben wir den Voodoo hier noch, der ist dafür zuständig für Scannen und so alles mögliche Schießen und sowas. Einmal winken. Und der Bruder ist der Mann fürs Fliegen. Ja, mit Geld, um zu lenken, nicht um zu denken. Okay, das Schiff ist sauber, sagst du, ja? Captain, darf ich... Okay, dann würde ich sagen... Ich darf, kann ja nicht feuern, ist das ist schwierig. Ja, das ist ja Voodoo, der Feuermann. Ja, das ist der Voodoo, der Feuermann. Soll ich den jetzt ernsthaft abschießen? Nein. Ich glaube nicht, den brauchen wir vielleicht noch. Wir sind hier doch in friedlichen Gebieten und so. Ich wollte gerade sagen, lass den doch mal ein bisschen leben. Eben, der hat ja doch gar nichts getan. Also, wir haben eine neue Aufgabe. Wir sollen per Warp nach Gamma Hydra gehen, um dort die Patrouille fortzusetzen. Und genau, Warpkurs sollen wir dazu einmal festlegen. Das macht ihr, glaube ich, schon ganz gut da. Ich bräuchte bitte Zugriff auf den Warp-Antrieb. Das kann ich nämlich nicht. Da steht, ich habe keinen Zugang. Warte auf Spulenausladung. Der Schiffingenieur muss erstmal die Warp-Spulen laden. Links oben irgendwo ist das bei dir. Ich sehe es. Genau. Dann hast du 30 Sekunden Zeit zu warpen, glaube ich. Genau, man muss sich aber auch in die richtige Warp-Position schon bewegen. Was machst du euch mit deinen Armen, Voodoo? Das sieht aus, als würdest du dich unter den Armen so. Okay. Die Bewegung sieht sowieso sehr toll immer. Das wollt ihr gar nicht wissen, was ich mit den Armen mache. Nein, das will keiner. Ich halte mir die Hände vor das Gesicht, damit das keiner sieht. Captain, darf ich in Hyper? Darf ich in Warp gehen? Energie. Energie. Nee, es geht nicht. An Warp-Vektor ausrichten. Ich kann. Du musst dich drehen, du musst das Schiff drehen zu dem Punkt, wo wir hin müssen. Wie mache ich das? Rechts hast du so ein komisches Feld, da kannst du drauf rumtippen, dann bewegt sich das Schiff. Ich habe nur den Transporter. Genau. Taktischer Scan erforderlich. Verwendet von Chat. Das muss natürlich lokale Ansicht. Also du musst lokale Ansicht, du musst links. System zu, ja, ich habe hier diesen Hebel, aber ich kann nichts machen, weil der Chefingenieur blockiert meinen Systemzugriff, Captain.
Wie kann er nur? Wie kann er nur? Wenn ich schuffe. Das ist, weil der von der roten Truppe ist. Ich stehe als Erster. Der blockiert wieder meinen Zugriff. Ich habe da keinen Knopf dafür. Steinmann, Bruger, Sie müssen erst auswählen, wo wir überhaupt hinfliegen wollen. Dann können Sie ihn ausrichten und dann kommt. Gamma Hydra ist ausgewählt. Warpkurs ist festgelegt. Ist festgelegt, der Warpkurs. Gut, dann bitte die Warpspulen laden. Warpspulen laden. Ingenieur, bitte Warpspulen laden. Ja, laden. Das ist doch nicht logisch. 5, 4, 3, 2, 1. Boom. Sind geladen? An Warpvektor ausrichten. Das muss. Der Chefingenieur müsste das bitte veranlassen, Captain. Ich kann leider nur lenken. Der Chefingenieur veranlassen. Das drehen musst du das Schiff. Nee, du musst das drehen. Oh, ich weiß ja. Und Captain, ich hab's erst die Position. Er muss das ausrichten, Entschuldigung. Ist mein erster Tag, ja? Ja, ist okay. Ist unser 6 Sekunden noch, jetzt schnell. Energie, nicht zu weit legen. Das war viel zu weit. Nein, jetzt doch. Warpkurs bereit. Und jetzt. Jetzt, go. Ich brauch Energie. Energie. Mensch, Jungs, Energie. Ja, ist vorbei, warte. Ich brauche Energie. Warpspulen neu laden, bitte. Die neuesten gleich die Spulen kaputt. Nein, die haben extra überprüft. Ist alles gut, ja? Wenn ich übrigens über den Sound ein bisschen wundert, das ist der Ingame-Turm, weil man so zu meiner Echo holt. Ja. Warp bereit, Energie! Ja. Hier sieht man mit den Schwerden. Ist ja schön, alles geil. So, okay. Gut, wir haben ein neues Missionsziel, glaube ich. Ja. So. Genau, das Missionsziel werde ich mal kurz ausstellen. Ein Notsignal, Captain. Aha. Kanal offen. USS Aegis. Mein Schiff hatte einen totalen Energieverlust. Und unsere Lebenserhaltungssysteme sind am Ende. Wir sind zu sechst. Ich bitte Sie, uns umgehend an Bord zu nehmen. Nein. Geht klar, wir helfen natürlich und retten jetzt die Crew der Tallinn. Tallinn heißt das Schiff da vorne. Dafür müssen wir uns erstmal auf Leben scannen. Das heißt, Steuermann nach vorne, geradeaus, Richtung Schiff, volle Energie. Ganz genau. Captain, ich bräuchte den taktischen Scan, dass ich das hier veranlassen kann. Ich müsste aber... Ich glaube, wir müssen noch näher ran. Also, ich glaube, der taktische Scan... Der gelbe Kreis muss... Geh auf Impulsantrieb, Captain. Genau, auf Abfunkkurs gehen. Alarm, Achtung! Nein! Alter! Sorry, ich muss euch mal ein bisschen schocken, muss euch wieder wach machen hier. Das wär's jetzt schon gewesen, ey. Ja, nee, noch ist nichts vorbei, noch ist alles geschafft. Volle Energie nach vorne. Wenn ich wüsste, wie wir haben. Auf das linke, okay, wir haben volle Energie auf dem Antrieb, das ist gut. Du musst irgendwo links sehen, ja genau, okay, das sieht gut aus. Wie weit müssen wir ran, bis wir den taktischen Scan machen können? Wir müssen noch ein bisschen ran. Wir müssen noch, steht das hier, 42,4 Kilometer müssen wir, glaube ich, noch weiter. Nee, das stimmt nicht. Das ist die Reichweite bis zum Ziel. Wir müssen aber trotzdem noch ein bisschen näher ran. Ich hab's raus, Captain. Wie es funktioniert. Sie hat's raus? Okay, wunderbar. Dann sind wir auf gutem Weg. Das ist unsere erste gemeinsame Mission, aber wir schaffen das. Ich hoffe, der Ton passt halbwegs, weil wir haben das Problem, dass es der Ingame-Ton ist, weil sonst würde man alles doppelt hören. Weil wir haben es nicht geschafft, den Ingame-Ton auszuschalten. Ich würde es begrüßen, wenn Sie etwas leiser reden. Ansonsten muss ich Sie etwas ermahnen und Sie etwas leiser stellen. Manuell. Ist okay. Sie können mich auch jederzeit ein bisschen muten, wenn Sie wollen. Das ist kein Problem. Das muss ich leider sogar tun. So, das ist jetzt okay. Kann ich scannen. Ja, ich schreibe mal rum in Let's Play. Es tut mir leid. Bitte, was ist das für ein Captain? Das habe ich noch nicht. Was soll ich scannen? Die Lebenszeichen, ne? Das ist alles eine reale Simulation. Was sind Lebenszeichen, genau? Heute, Captain? Alles klar. Barschiff anhalten. Ich scanne Lebenszeichen. Warte. Warten Sie, ich möchte bitte gesiezt werden. Warten Sie bitte, Captain. So, wir haben sechs Leute gefunden. Wunderbar. Dann diese sechs Leute, Schilde sind runter von uns. Schilder, ich habe die runter. Schilder ausgemacht, die sind gesenkt, Okay, gut, dann gehen Sie, muss einer von Ihnen auf dieses linke Pad dort gehen und die Leute rüber beamen, weil das kann ich nicht machen. Captain, ich brauche Transporter-Beigabe. Der Steuermann und der Chefingenieur haben das blockiert, ich kann nichts machen. Okay, dann muss einer von euch beiden sich dafür entscheiden. Ich bin der Transporter, Captain. Gut, du bist der Transporter, dann beamen Sie diese Individuen auf unser Schiff. Gut, ich erfasse Retten die Person. Sie, wenn Sie können. Ich habe Phaser auf maximale Reichweite. Du sollst nicht erschießen, der soll sich herbeamen. Ich kann nicht so direkt erschossen. Ja, die brauchen wir doch noch. Eine von sechs Personen gescannt, Cap. Wunderbar, bitte weitermachen. Ja, und sonst so. Ja, alles gut. Wie läuft das Scan, ne? 3 von 6, Captain.
Sehr gut. Oh, Entschuldigung. Falscher Knopf, falscher Knopf. Ja, ihre Scherze sind nicht lustig. Als Vulkanier müssen Sie... Das war eine Übung, das war nur eine Übung. Als Vulkanier müssen Sie von derlei Kindereien absehen, Captain. Das ist nicht logisch. Selbstverständlich, selbstverständlich. Herr Steuermann, ich werde mich zusammenreißen in Zukunft. Ich würde sie leider gegen die nette Dame da hinten austauschen. Die ist rot, die stirbt bald, das ist nicht gut. Achso, ja. Mit ihren Armen nicht. Sie sollten nachher zum Medizinoffizier und sich mal durchchecken lassen. Das sieht nicht gesund aus. Beginne Teleport. Wo ist denn der Arzt? Boah. Beamfrequenz, sehr gut. Beamen Sie hoch. Runter, keine Ahnung, zu uns. Okay. Wunderbar, alle rüber gebeamt. Okay, unser Missionsziel wurde aktualisiert, sehr schön. Und nun? Ich muss kurz auf unser Missionsziel gehen. Ne, das haben wir schon gemacht gehabt. Haben wir ein neues Missionsziel? Wir haben eine Prioritätsnachricht vom Sternenflottenkommando. Auf den Schirm! Ich sagte auf den Schirm. Öffne den Kanal. Captain, wir haben den Kontakt zu einem unserer Beobachtungsschiffe verloren, der USS Nicholson. Sie sind am nächsten an Ihrer letzten bekannten Position. Finden Sie das Schiff und leisten Sie Hilfe. Wir schicken Ihnen jetzt die Koordinaten. Sternenflotte, Ende. Geht klar, Sir. Läuft. Per Impuls sollen wir jetzt nach Sektion 6 reisen, um die Sternenflotten-Notruf zu untersuchen. Berechne Kurs, Captain. Wunderbar. Reisevektor wird berechnet. Ist das ein Warp oder ein Warp? Ich glaube, das ist nur der Impulsantrieb. Impulsantrieb ist bereit, Captain. Energie. Energie? Moment. Muss ausrichten. Kein Problem, kein Problem. Wir haben alle Zeit der Welt. Momentan werden wir noch nicht beschossen. Und der Alarm ist, glaube ich, auch nicht rot. Von daher alles gut. Nein! Oh Mann. Was nicht ist, kann ja noch werden. Impulsantrieb. Wunderbar, wunderbar. Also ich muss sagen, bisher ist das Spiel auf jeden Fall sehr witzig zu viert. Ja. Definitiv, ja. Ich hoffe, das kommt auch so rüber. Ich hoffe, man versteht uns auch alle. Das ist so meine größte Sorge eigentlich. Aber, naja. Wir dürfen auf jeden Fall nicht gleichzeitig quatschen, wenn diese Crewmitglieder quatschen, weil die uns sonst überquatschen, glaube ich. Ja, das ist wohl wahr. Ich weiß gerade nicht, wie ich das Schiff anhalte, von daher. Das kann auch. Im Zweifelsfall hält uns irgendein Asteroid auf. Ich glaube, das geht von selbst. Ich denke, er macht das selber, ja. Ja, hoffentlich. Er bremst. Sie haben das so gut programmiert, dass es automatisch halten wird. Oh, so. Herr Steuermann. Captain, ich erfasse Gravitationsminen im Gebiet. Backbord ist das ein Nebel. Ankommen, ziehen wir sie an und nehmen schweren Schaden. Wir sollten auf Distanz bleiben. Das ist gut. Markiere. Ich glaube, drumherum navigieren. Zu fliegen. Ja, wir können sie auch abschießen, glaube ich, oder? Gravitationsmine ist in Reichweite. Ich markiere die. Dann muss ich die Phaser erweitern. Nehmen wir vollen Kurs auf die Mine, Captain. Auf die Minen! Feuer! Feuer! Und? Ah, ja! Das erste Ziel zerstört! Wir haben noch eine Mine. Weiteres Objekt. Mine. Wow! Was war die das? Die Mine von Moria! Hat er einen Fehler? Ich markiere die nächste Mine. Ich markiere die nächste Mine. Da vorne ist die nächste Mine. Da ist er. Achtung, ausrichten Objekt, bitte! Ich habe noch ein Objekt steuerbord. Okay. 10 Kilometer voraus. Bitte scannen. Und? Wir sind Reichweite. Wir sollen ja das Sternenflottenschiff. Wir sollen außer das Sternenflottenschiff orten. Näher mich. Bin in Reichweite. Achtung, Feuer! Nein, 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 nein! Was? Das ist eine Gravitationsmine, Captain. Das ist doch eine Mine. Ach, eine Mine, ja, dann kommt übrigens auf uns zu. Also die Mine nähert sich. Wurde mir falsch angezeigt hier auf meinen Sensoren, das tut mir leid. Jetzt ein bisschen nach rechts rüber fliegen und dann zu unserer nächsten Mission. 90 Steuerbord, Captain. Steuerbord. Danke Plasma. Für die Korrektur, Captain. Auf 1 Uhr. Plasma-Kühlmittel A. Läuft. Ja, wir müssen der Plasma-Kühlmittelspur folgen, um zum Sternenflottenschiff zu gelangen. Dabei sollen wir den Gravitationsminen ausweichen, was wir bisher mit Bravour gemacht haben, meine ich. Wir haben selber abgeschossen. Okay. Es funktioniert. Hier keine irgendwelche Störfelder. Okay. Links und rechts vor uns. Das ist ein gutes Zeichen. Ja, stimmt, sehe ich auch, ja. Vor uns ist links am Objekt in 17 Kilometern Entfernung. Ich kann es leider nicht bestimmen. Ich verringere die Geschwindigkeit. Ich zoome das mal ran. Könnte einen Scan empfehlen, Captain. Ich kann noch nicht scannen. Sekunde. Doch, warte, bitte scannen. Bitte doch, scannen. Geht. Geht. Okay. Scan läuft, sehr schön. So, abgeschlossen. Auf die Konsole damit. Das ist meine Konsole? Nee. Ich glaube, der Wissenschaftsoffizier weiß mehr, Captain.
Wissenschaftsoffizier, teilen Sie uns Ihre Wissen mit. Ah, nee, ich hab's hier, sehr gut, wir haben die Plasmamittel gescannt. Das ist keine Frequenz der Föderation. Ein ziviles Schiff scheint auch Hilfe zu brauchen. Aha. Okay. Können wir den... ein Signal auf der Notfallfrequenz. Oh. Auf dem Schirm. Peaches, laut unserem Ingenieur befinden sich unsere Antriebe in einer Art Fehlfunktionszyklus. Könnten Sie einen temporären Override durchführen? Das wird uns helfen. Kriegen wir das hin? Junge, da haben wir ja sogar ein besseres Mikro. Also wir haben momentan zwei Möglichkeiten. Sollen wir dem Sternflottenschiff folgen oder sollen wir das zivilen Schiff erst Hilfe leisten? Ich glaube, das zivile Schiff war eher in Gefahr, deswegen würde ich jetzt erst dem zivilen Schiff helfen, wenn das okay ist für euch. Ja, ich würde auch sagen. Ist das die Beltane oder wie die heißt? 51 Kilometer leicht steuerbar. Genau. Soll ich Kurs nehmen, Captain? Ja, bitte Kurs auf das Schiff nehmen. Wobei, wir kommen an dem anderen Ding ja eh vorbei, oder? Das war gerade links neben uns, ne? Linke Hand das ist links, das andere. Stimmt, das ist hier, dann nehmen wir doch den, da folgen wir der Plasma-Kühlspur fürs Erste. Ich kann die schon scannen, Backboard, ich scanne die mal. Danke. Ich scanne die mal. Genau, scannen Sie mal. Das wird wahrscheinlich dann eine weitere auftauchen, weil wir ja der Spur folgen. Wir sind ja eigentlich Spurenleser, wir sind eigentlich Indianer. Ich trage die Daten auf Ihre Konsole, Captain. Alles so, klar, danke schön. Ist gescannt, oh. Ja. Mission ich schon den wurde aktualisiert. Wo war ich da wir sollen vom, den nächsten Punkt zählen. Wo war ich da vom Zivilschiff? Oh. Autsch, ich glaube, da sollten wir nicht durchfliegen, oder? Ja. Nein, dann scharf. Ja, es passt. Wir kommen so vorbei. Ja, müssen gerade so vorbeikommen oder so. Backboard, okay, passt. Dann das nächste zum Ziel habe ich markiert. Nehmen wir kurz. Ich kann es noch nicht scannen. 24 Kilometer noch Entfernung bis zum Ziel. Ich glaube, sie ist da. Bisschen Backboard, aber ich glaube, wir kommen gut vorbei an unserem gefährlichen Ding da, was auch immer es ist. Verseuchte Wolke. Eine Anomalie ist es. Das ist eine Regenbogenwolke. Bis zum Ziel. Das ist eine Regenbogenwolke, okay. Das ist die Mario Kart Regenbogenstrecke ist da. Ich wusste das nicht. Ah, ich kann dieses Kühlmittel wieder. Ich mach das mal. Ja, das wäre Punkt C, das wäre sehr gut. Captain, ich würde empfehlen, dem zivilen Transporter zu folgen. Der ist in unmittelbarer Nähe. Werden wir sofort machen, nachdem Kilometer wir das ich sehe es. Steuerbord ist der. Das Schiff erscheint jetzt auf den Sensoren, Captain. Ja, haben wir. Wir werden gerufen. Hey, Moment, da ist noch eins. Oh. USS Nicholson. Hier spricht die USS Nicholson. Unser Schiff ist schwer beschädigt und hat Strahlungslecks. Der Großteil meiner Crew sind kommen, aber ein paar sind im Bugraum gefangen. Sie müssen sie vom Schiff bringen. Und dann, nun, es ist eine Gefahr und kann nicht hierbleiben. Sie müssen es zerstören. Captain, die Nicholson ist näher als das zivile Schiff. Gut, dann helfen wir zuerst jetzt Nicholson. Das Problem scheint dort auch größer zu sein aktuell. Bitte Kurs auf Nicholson setzen, danke. Kurs gesetzt. Habe ich das gerade richtig verstanden, dass wir die zerstören sollen? Nachdem wir die Leute rausgebeamt haben, aber erst. Nee, das ist wieder vor. Den unnichtigen Teil hast du wieder übersprungen, hast du ja nicht gehört. Wir sind in Reichweite. Bitte scannen, taktischen Scannen durchführen. Achtung, läuft. Bei wie viel Prozent aktuell? Warte, das muss ich auch sehen. Ne, das sieht man gar nicht, ich sehe das gar nicht. Hälfte. Hälfte, okay. Gleich ja, fertig. Ich sehe es selber, wie so. Das Scan ist. Ja, 100% perfekt. Dann bitte die sechs Leute umnehmen. Erfasse die Personen zum Scannen, Captain. Das scheint ausgeschaltet zu sein. Geht sehr schnell diesmal. Alles klar. Hä? Die quasseln untereinander hier auch noch. Ja, aber das war leicht, war nicht wichtig, glaube ich. Das war, wir können rüberlaufen. Das war nicht so. Schmeiß die mal jemand raus. Ja. Okay, nee, ich kann nur euch kicken. Ich kann leider nur euch kicken. Captain, soll ich beamen? Ja, beamen Sie hoch. Bin dabei. Exzellente Arbeit. Transport abgeschlossen. Gut, dann Ziel ausrichten auf die Antriebe und Feuer. Wenn ich das richtig verstanden habe, nochmal. Genau. Sicherheitsabstand 20 Kilometer, bitte zurückfliegen. Bitte auf jeden Fall zurückfliegen. Nicht, dass wir hier mit in die unendlichen Weiten gerissen werden. Also ich mache mal die Torpedos scharf, ja? Ja, Torpedos scharf machen, aber weiter zurückfliegen. Voll Energie auf die, auf den Antrieb. Bin dabei. Ja, ist voll Energie drauf. Ich glaube, wir können nicht drüber fliegen, das dauert, glaube ich, zu lange, oder? Okay, ich wende. Dankeschön. Wobei, es geht okay. Langsam, aber stetig. Ja, langsam ernährt sich das. Captain, soll ich derweil gleichzeitig Fuß nehmen auf das zivile Schiff? Das ist übrigens das Schiff, das wir gerade angeschaut haben, wollte ich euch nochmal zeigen. Ja, nehmen Sie gleichzeitig kurz auf das zivile Schiff, verbinden Sie die beiden Sachen. Das ist eine sehr gute Idee.
Ich weiß Ihren Einsatz sehr zu schätzen und Ihre Kompetenz hier, auch mir weitere Ziele vorzuweisen. Oh, oh. Danke, Captain, aber Lob ist nicht notwendig für einen Vulkaner. Eine Gravitationsmine voraus, 13 Kilometer. Wir nähern uns. Feuer! Was, wie, wo? Schussrechnung ist markiert. Ziel ist markiert. Feuer! Nein! Ja! Sehr gut. Oh Gott. Ich sehe. Weitere Mine voraus. Ja, Moment Kilometer. Mal kurz. Wir müssen dann auch das andere Schiff abschießen. Doch nicht in optimaler Reichweite. Ach so, 4 Kilometer. Aber die Mine ist markiert. Na gut. Die Mine ist markiert. Feuer! Ich habe um die Ecke geschossen. Ist so, okay. Wir haben die 20,2 Kilometer Entfernung zum Ziel, Captain. Ich richte das Schiff auf das zu zerstörende Ziel aus. Konsole, wunderbar. Leider haben wir, aktuell. Wir haben leider einen Schwenkradius von einem Panzer, von daher kann ich nicht schneller. Kein Problem. Wir sind ein schöner Panzer dafür. Der schönste, Captain. Wir haben maximal... Wir müssen 20 komplett Kilometer zerstören, reichen. Ja? Haben 20, komplette Zerstörung 20,2 einleiten. Kilometer Entfernung. Torpedos! Leitung auf Phaser. Los! Maximal Leistung auf Phaser. Phaser auch! Alles! Ja, nee, ist außer, nee Phaser schon. Ist außer Reichweite. Okay, ist außer Reichweite. Dann müssen wir wohl bei dem... 200 Meter außer Reichweite. Okay, nee, kein Problem. Torpedos fliegen noch, glaube ich. Torpedos fliegen. Torpedos sind angekommen. Zerstört, ja. Sehr gut. Ziel zerstört, Cap. Oh. Gab eine dicke Explosion auf jeden Fall. Okay, dann das neue Ziel auswählen. So, neues Ziel ist markiert. Immer kurz. Die Beltane momentan außer Betrieb. 60 Kilometer Entfernung, unsere zweite Aufgabe. Korrigiere 15 Kilometer. Wir sollen zuerst mal den Antrieb scannen. So, ich scanne den Antrieb, warte. Läuft. Scan läuft. Scan läuft. Hälfte. Und... fertig. Und da ist das Ding, wunderbar. Dann als nächstes bitte den Antriebssystem via Systemzugriff auswählen. Können Sie auch gleich machen. Der Systemzugriff wird verwendet von Chefingenieur. Dann musst du das leider der Chefingenieur machen, der sich da gerade den Job geklaut hat. Ich habe überhaupt gar nichts gedrückt. Immer dieser Chefingenieur. Du musst auf der linken Seite musst du deinen Systemzugriff hast du irgendwie durchführen. Nee, das ist die rechte Seite übrigens. Also, ja gut, der Monitor. Ach so, okay. Ja. Bei ihm ist es anders, er ist auf der anderen Seite vom Schiff. Wie sieht es aus bei Ihnen? Ah, okay. Ja, ich habe hier jetzt ein Schiff vorne drauf. Das ist schon mal ein guter Anfang. Das ist aber nicht das ist unser Schiff, wir wollen unser Schiff scannen, wir wollen das da vorne scannen. Ich scanne doch gar nicht, ich bin der Scan-Typ. Ich habe ja schon gescannt. Wir brauchen jetzt... wir brauchen Systemzugriff. Systemzugriff auf den Antrieb. Wir brauchen Systemzugriff. Vom Chefingenieur, weil der verwendet den gerade. Sie können das auch ausschalten. Chefingenieur, Sie können auch den Zugriff freigeben, dann werde ich Ziele für Systemzugriff auswählen. Genau. Da das Antriebssystem bitte auswählen. Da ist aber nichts. Da oben ist nur ein Nippel. Warte mal. Ja, okay, Entschuldigung, das habe ich nicht erkannt. Das war so ein bisschen... Antrieb stören. Antriebssubsystem auswählen und Antriebssystem stören. Ja, das klingt doch gut. Passiert gerade. Wunderbar. Ich wusste nicht, was ich jetzt machen sollte. 30 Sekunden. Ab jetzt sollten wir alleine klarkommen. Danke für die Hilfe. Sie haben uns das Leben gerettet. Immer wieder gerne. Ich bin stolz auf uns, Captain. Wundervoll. Ich dachte, Stolz gehört nicht zu den Fähigkeiten des Vulkanos, aber... Das war ironisch. Das war außerdem ich. Was ist das für ein Symbol jetzt hier? okay, wir schauen, ob wir neue Missionen haben. Missionen haben wir momentan keine neuen, ich sehe. Ja, dann Party, oder? Doch ist das Ziel der Zivil dran. Kontaktverlag ist es. Er hat sich weggebiegt. Neue Koordinaten vom Sternenflottenkommando, sehr gut. Per Impuls nach Sektion 10 reisen ist unsere neue Aufgabe. Impuls dabei, Captain. Sektion 10 ist markiert. Reisevektor wird berechnet. Letzter Kurs. Richte Schiff aus. Sehr gut. Ja, es funktioniert doch erstaunlich gut bisher, oder? Wir fliegen doch, wir sind doch nirgendwo reingeflogen, wir leben. Sieht gut aus, ja. Ich bin begeistert. Unsere erste Mission, wir sind nicht gestorben, das ist ein Fortschritt. Noch ist die Mission nicht vorbei. Noch nicht mal der Chefingenieur, obwohl er rote Klamotten hat. Schiff ausgerichtet. Der Statist.
Der fällt an den Treppen oder so. Meistens nur bei Planetendingen. Die Stufe. Schiff ausgewählt. Das ist Stufe eben, die ist gefährlich. Ja, auf Impuls. Okay, geben. Und Energie. Und? Voller Kraft auf den Antrieb. Ja, auf Impuls, passiert nicht. Antrieb, geht. Impuls ist Antrieb, wunderbar. Impuls. Oh. Das zieht einen so richtig in den Stuhl rein. Nach Captain, ich werde jedes Mal ein bisschen geil, wenn das hier passiert. Das ist schon geil, ja. Okay. Das fühlt sich gut an, ja. Das tolle seine Hände hier. Aber ich kann nicht so viele coole Ich kann leider nicht so viele coole Sachen machen wie ihr, weil ich spiel's ja auf der PSVR und ihr habt ja alle die coolen Sachen. Ich hab eine technische Offizier, macht mir Angst. Die coolen Sachen. Deine Hände sind sehr, sehr. Das Schöne ist ja, das kann man PC und. Das ist sehr cool, man kann PC-Spieler und PS4-Spieler können da zusammenspielen. Also die sind alle auf PC und ich bin auf der PS4. Alle. Das ist also echt abgefahren. Wir haben ein HTC Vive, wir haben zwei Oculus Rift und einen PS4. Und eine, ja, das ist voll im Programm. Zwar ein bisschen, wir haben eine Stunde gebraucht, bis es funktioniert hat, aber es hat funktioniert irgendwann. Sehr, sehr gut, Leute. Also, das Spiel. So, ist am Zielort angekommen. Oh, Captain, überall Minen. Ach du Scheiße. Ich empfange etwas über den Notkanal. Oh. Gleich auf dem Schirm. Danke. Wir haben totalen Energieverlust und unsere Hülle wurde durchbrochen. Die Lebenserhaltungssysteme fallen aus. Unsere Position ist Gamma Hydra, Sektion 10. Bitte helfen Sie uns! Das klingt nicht gut. Angesichts der Tatsache, dass hier alles voller Minen ist und sie nur auf eine getroffen sind, ist es ein Kunstwerk. Ich könnte die abschießen. Verstoßen wir gegen das Abkommen. Oh. Was? Hat was gesagt. Scheiße, nicht so kommen, da sind Leute in Gefahr, nach vorne! Wir verstoßen gegen das Abkommen, hat er gesagt, wenn wir jetzt in den Luftraum einbringen. Konfliktsituation, klingonisch-neutrale Zone nicht verletzen, ist eine unserer Aufgaben. Wollen wir sie vielleicht erstmal anfunken? Oder sie wird von Klingonen zerstört, die wird von Klingonen zerstört, wenn wir da nicht hingehen. Okay, auf sie! Captain, würde vorschlagen, wir funken erstmal die Kobayashi an, oder vielleicht versuchen wir zu den Klingonen Kontakt aufzunehmen, sollte das möglich sein. Dies ist leider nicht möglich, wir können keine diplomatischen Beziehungen hier in diesem Spiel führen, dieses Spiel ist leider nur auf eine Kampfsituation programmiert. Captain, ich bitte darum, die Minen, die Torpedos. Ich bitte darum, die Minen zu beseitigen. Ja, Moment. Phaser auf die Minen ausrichten, danke. Markiere nächste Mine. Nächste Mine. Hier hören wir die Schilder. Jawohl. So. Nächste Mine in. Voll Energie nach vorne. Komm, Moment. Ist außer Reichweite. Ich will jetzt nicht die Torpedos verschwenden für die Minen, weil der hat nur 28. Voll Energie, voll Energie. Wir haben voll Energie. Wir sind aus der neutralen Zone, Jungs. Ich würde den Schild ja hoch machen, aber wir können keine Leute rausbeamen, wenn wir in der neutralen Zone sind. Das ist richtig. Von daher, Schilde momentan noch an, noch auslassen. Wir überqueren gleich die Grenze zur neutralen Zone. Ich kann gleich die neutrale wieder Zone. Auf 1, Schilde. Phaserreichweite 20 Kilometer. So. Ich vermute einen großen Shitstorm voraus. Ja. Shitstorm. Es könnte feucht werden, halten Sie sich fest. So, Minen zerstört. Wenn man in den hohen Luftraum eindringt. Kobayashi Maru 30 Kilometer voraus. Dramatische Musik setzt ein. Kann ich den schon scannen? Ja, ich kann den schon scannen. Ich scanne mir auch Lebenszeichen. Alter Schiff scannen läuft. Wie viele sind an Bord? Oh, das dauert lange. Kann ich noch nicht sagen. Das ist 30% höchstens. Weiter scannen, weiter scannen. Scannen läuft immer noch. 40%. Spannung steigt, Spannung steigt, dramatische Musik, irgendwas passiert bald. Trommel, Trommel. Trommel, Trommel. Ich bitte rein, die Konfliktsituation mit den Klingonen, aber das lassen wir uns nicht bieten, dass die armen Leute da abschießen. Und, Achtung, 90%. Transporter bereit. Fertig. 381 lebend. Außer Reichweite, okay. Muss näher ran. Näher ran und versuchen Leute hochzubeamen. 2 Kilometer Entfernung zum Schiff bis in Beamreichweite. Okay, näher ran, näher ran. Komm. Ich erfasse 381 Personen. Ach, ja, okay. Das sind zu viele zu beamen. Captain, Sie müssen heute Nacht Ihr Bett teilen. Das wird so nicht klappen. Wir müssen stapeln. Die Brücke ist auf jeden Fall. Das Bier reicht doch gar nicht für alle. Haben Sie kein Bier gekauft, Captain? Das ist das Problem, was wir haben. Ich bin total enttäuscht. Wir hätten zurückfliegen sollen. Wir hätten an der Tanke halten sollen. Ich hab's doch gesagt. Echt mal, ja, Captain, ja, das stimmt. Was. Oh, da ist ein feindliches Schiff. Ein vulkanisches Gehör. Ich scanne, ich scanne. Anvisieren und Feuer! Was? Nein, Feuer? Das schießt auf das andere Schiff! Feuer auf ein das andere Schiff! Ein Klingonischer Warbird! Es ist außer Reichweite! Die Torpedos! Warte, ich mach die Torpedos scharf! Nimm Kurs auf das Klingonische Schiff! Torpedos scharf! Warte, Torpedos erhöht 20 sind Kilometer. Scharf geschaltet! Torpedos sind scharf geschaltet! Okay, Feuer! Feuer! Schiff entfernt sich von uns, ich komm nicht hinterher! Torpedos abgefeuert! Torpedos gefeuert! Ich kann nichts sehen! Das scannen Sie mal das Ziel! Scannen Sie mal das Ziel! Oh, Scan läuft schon. Scan läuft schon. Habe 6 Personen transportiert, Captain. Okay. Muss weiter erfassen.
Das dauert jedes Mal Dankeschön. Eine Minute für sechs Personen. Was soll der Quatsch? Was sind die Abkürzungen? Steuerbord, Steuerbord, Steuerbord. Sie wissen, dass wir da sind. Oh nein, 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 die schießen. Feuer, Feuer, nee. Feuer, dass du Schiff in Reichweite. Torpeden, Torpedos laden noch, Torpedos laden noch. Wie weit sind die Phaser? Achtung, jetzt. Ich erhöhe mal die Schilde, ne? Wunderbar, wunderbar. Achtung. Aber wir können nicht mehr wissen, wie die Schilde an sind. Die Schiffe sind Schilde sind eh noch nicht an. Lassen Sie es mal noch, die Schilde unten. Ich kann da den Antrieb steuern, die Schildfrequenz ist solide. Sechs weitere Personen. Ziel Option deaktivieren. Sehr gut. Ich habe immer noch 100%. Okay, versuchen Sie die Hülle, die Schilde. Ah doch, Moment, Schilde 0%, ja. Schilde 0%. Okay, ich warte auf die Torpedos, die sind gleich voll. Oh, warte noch, Warbirds, aus dem Hyperraum. Ich kann den Antrieb stellen. Captain, wir haben Probleme, wir haben drei Warbirds vor uns. Ich sehe es, ja. Torpedos ja, abgefeuert auf erstes Ziel. Oh mein Gott, wir werden alle sterben. Scheiße. Auf uns, oder? Transportiere sechs weitere. Oh nein. Oh nein. Captain, ich habe eine Zielung bekommen. Scotty, beamen Sie mich hoch. Okay, wir fliegen einfach auf das Scannen. Fahren Sie die Schilde hoch. Okay, Schilde werden hochgefahren. Oh. Bisschen Phaser-Reichweite erhöht. Aktiviere 5. Robert ist geflohen, das nächste ist markiert. Ich glaube, das andere Schiff ist gerade kaputt gegangen, 3, 2, 1. Nein, der ist geflohen, der andere. Der Schilde ist, sind aktiviert. Einer der Robert ist im Hyperraum verschwunden. Ich vibriere. Okay, du vibrierst, das ist gut. Wir werden gleich... Oh, das ist gut. Die gehen schon richtig. Stil ist anwesend. Okay. Schilde 4. Kapazität der Schilde ist warm! Sehr schön! Scheiße! Mehr Energie Ziel ist nicht Schilde. Zerstört! Kobayashi Maru ist bei 50% Höhlenintegrität. Oh nein! Zerstören die Kobayashi Maru! Ich glaube, sie gehen auf Kollisionskurs! Oh! Oh, voll die Klingonen! Haben sie auf uns abgesehen! Scheiße! Sind die bescheuert? Soll ich den Antrieb. Noch? Ich kann den Antrieb stören! Bitte, ja! Ja, stellen Sie den Antrieb. Die Schilde sind runter von Ihnen, oder? Antrieb nein, die haben noch 2% Schild! Ich schieße auf die Schilde! Okay. Der ist jetzt 30 Sekunden gestört! Unsere Schilde sind noch bei 70%, kein Problem momentan. Wenn sie Torpedos auf uns richten, ist alles gut. Okay, sehr schön, Ziel zerstört. Ziel zerstört. Gut. Nächstes Ziel ist markiert. Nächstes Ziel, scan. Nächstes Ziel wird gescannt. Getarntes Schiff? Was? Die schießen auf die Kobayashi. Wo ist das Ziel? Getarntes Schiff? Das Ding ist es getarnt. Nehmen Sie etwas so. Das Schiff ist jetzt voll. Die Energie passt soweit. Feuer gut. Feuer auf die Schilde. Ich feuer auf die Schilde. Torpedos abgefeuert. Okay, die Schilde sind noch bei 90%. Ja, zwei Torpedos. Ja, kommen irgendwann an. Kommen hoffentlich irgendwann an. Die kommen an, die kommen. Ja, zack. Oh, zwei weitere Schiffe. Schild. Captain, zwei weitere Schiffe. Eins Backbord und eins direkt voraus. Oh nein. Unsere Schilde sind noch bei 63%. Oh nein, sich zerstört. Scheiße. Wir haben ein Problem, sie ist der Schild. Ich kann die Kuppe ja schon nicht mehr anvisieren, also ich kann nicht scannen, weil wir Schilde oben haben. Torpedo! Oh okay, drehen Sie das Schiff. Wunderbar. Drehen Sie das Schiff! Es geht nicht mehr! Die Hülle ist zu nicht, Captain, die Hülle. Wir müssen die Schilde aktivieren, dass ich beamen kann. Ziel zerstört. Ja, okay, dann auf die anderen beiden. Nächstes Ziel wird gescannt. Nehmen Sie das Steuerbordziel, das ist näher. Nein, damit haben wir die Mission verloren. Wie sollten wir noch machen? Nein. Ah, nein. Alarm! Feuer! Volles Rohr! Aber ich glaube, sie schießen. Wie viele Torpedos? Wie viele Torpedos sind wir eigentlich? Ich habe noch 12 Torpedos angezeigt. Wenn wir die Waffensysteme stören. Ja, stören Sie die Waffensysteme. Nein! Ich kann sehr gut. Okay, erledigt. Ich glaube, das war's. Mit allem, was wir haben. Sie und Ihre Crew haben gerade die Kobayashi Maru Simulation abgeschlossen. Was für eine Simulation? Ein solches Szenario ist nicht einfach, aber es ist ein notwendiger Test, sowohl für die Sternenflotte als auch für Sie. Die hat ja auch nicht mehr alle. Notwendiger Test. Wir haben jetzt gerade eine bessere Vorstellung davon, Betrug. Wie Sie reagieren, wenn es keine offensichtlich richtige Antwort gibt. Aufgrund Ihrer Gesamtperformance gebe ich die Aegis nicht nur für die Operation Ferne Ufer frei. Ich empfehle Sie zudem als Leiter der Expedition in den Graben. In den Graben? Das hört sich meiner Meinung nach nicht sehr gut an. Das hört sich nach... Ja, okay, Leute, das war die erste Mission. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Es ist ganz schön verwirrend. Und es macht aber eine Menge Spaß. Und ich... Ja, muss ich ja nicht. Oh, so, jetzt hören wir doch wieder alle. Ich wollte gerade verabschieden. Warte mal, Ich wollte mich gerade verabschieden. Ich versuche halt so. Wir sehen gerade noch, was wir hier geschafft haben. Ah, gut. Ja, ich bin Leutnant. Ganz kurz für meine Leute, ich versuche so ein bisschen in der Rolle zu bleiben, aber auch ein bisschen Spaß zu machen.
Ich bin Vulkanier und deswegen darf man eigentlich nicht zu sehr Gefühle zeigen. Man muss halt immer so Befehle befolgen und ein bisschen ernster sein. Aber mal gucken. Man kann ja Schütte macht deine Rolle sehr gut. Finde ich auch. Schön. Auf jeden Fall kann ich noch nicht cool, recht einparken, aber das lerne ich noch mit dem Ding hier. Was bin ich eigentlich für einer? Du bist der technische Offizier. Was bin ich? Ja, weiß schon, aber was bin ich für eine Rasse? Ihr kennt das ja besser Mensch, als ich. Du bist ein Mensch. Ein Mensch! Ah, dann ist das ja alles schlecht. Dann kann ich ja Bier trinken und alles. Neutralisation nicht verletzen, Fehlschlag? Okay, ist das, kann man das auch schaffen? Das ja, man kann nicht alles haben. Okay. Man kann nicht alles haben. So, wir haben auf jeden Fall unsere erste Mission abgeschlossen. Ich finde, das war ein voller Erfolg. Ich weiß nicht, warum ich hier wieder... Achso, ich muss erst eine Rolle wenden. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part. Bis dahin wünsche ich allen eine wunderbare Zeit und möge, auch wenn wir nicht bei Star Wars sind, die Macht trotzdem mit euch sein. Nein, live long and prosper. Macht mit euch live long and prosper, sagen die Vulkanier. Live long and prosper, eben. Irgendwas Irgendwas mit long.